Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge SnowRunner. Ja, wie ihr seht, heute geht es los. Wir werden diese komischen Container da aus dem Fluss bergen. Wir nehmen beide LKWs mit. Wir starten natürlich beide Motoren. So. So, mit Licht ist natürlich viel schöner. Warte mal, denn Truck wechseln, ja. So, hier machen wir auch Licht an. Okay. Hey, wir hätten dir gesagt, dass du wegrollen darfst. Dann nehmen wir den hier mit. Und dann düsen wir los. Warte mal, jetzt haben wir den erst schon dicht hinter uns, ne? Da wird wahrscheinlich der Kühlergrill kaputt gehen, wenn der voll gegen die Pritsche hämmert, aber ist mir egal, komm. Au. Dann fahren wir erst mit den LKW rin, holen den Container und dann fahren wir mit den zweiten LKW rin und holen den anderen Container. So wäre jetzt mein Plan gewesen. Dann liefern wir das ab und dann schauen wir mal. Wir hätten noch einen Beobachtungsturm zum Freischalten. Kriegen wir vielleicht hin. Also auf Glatteis ist es ja schön schlipperig. Slippery, rutschelig. Auf jeden Fall. So. Wir dürfen den Abzweig nicht verpassen, der hier in die schöne Botanik hineinführt. Aber ich finde schon echt krass, also die Map hier, die hat ein bisschen was zu bieten. Und ich finde dieses Fahren auf dieser glatten Straße echt anspruchsvoll manchmal. So, war das hier? Ich glaube, das war hier, ne? Ja. Dann fahren wir mal einzeln rein. Erstmal mit dem Kollegen hier. Alter, wieder wegrutscht. Krass. Und Abfahrt. So, schön durch die vorne Pampe. Wenn man hier Bäume fällen könnte, das wäre geil. Kettensäge raus und los. Na, wird's denn gehen? Streck dich, komm schon. Ja, ja. Nicht aufhören. Einfach unermüdlich weitermachen. Wir hängen nur an diesen... Ah, dieser inner Aster. So. Halt mal an. Wollen wir... Wie wollen wir denn fahren? Wollen wir hier vorne wieder raus? Macht das Sinn? Wir werden sehen. Warte mal, können wir hier auf der Brücke unsere Stützen ausfahren? Funktioniert das? Boah, könnte gehen. So, dann holen wir uns mal den hier. Ich habe das Gefühl, der Kran lässt sich auch schon wieder anders steuern. Oh, 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 oh. So geht das. Wir können noch ein bisschen ranziehen. Wir kriegen den nicht so richtig angehoben, so wie ich mir den eigentlich wünsche. Jetzt ist er frei. Ja, ist nicht so einfach mit der Brücke hier, weil du hast nicht viel Halt für die Container. Jetzt weiß ich gar nicht, können wir die eigentlich... rausziehen irgendwie mit der Winde aus dem Dreck hier. Ich
Weil so richtig geil sehen kannst du das jetzt auch hier nicht. So. Okay, den haben wir schon mal an Bord. Dann haben wir Nummer 1 schon mal fertig. Abfahrt. Komm, wir fahren mal raus hier. Haben wir den Turm schon erkundet? Ja. So, und dann werden wir mit dem mal hier hinfahren. Okay, dann. Kollege Duda, komm mal her. Wenn wir mit dem hier rinnen düsen und genau die gleiche machen, dann hängen wir... Ach, du dicke Männer. Dann werden wir die hintereinander hängen. Dann werden wir damit zum Hafen fahren. Wobei, da ist der Weg zum Hafen noch ja nicht 100% aufgedeckt und erforscht. Okay, der passt hier besser durch den Ast durch. Der ist nämlich ein kleines bisschen flacher. Mit anderen Dingen hat halt große Doppelkabine, ne? Der Kran oben auf dem Dach drauf. Der hier ist ein bisschen sportlicher und flinker. Weil kompakter und kleiner. Können wir Seilwinden technisch irgendwas veranstalten dann noch? Nö. Dann hätte ich gesagt... Warte mal. Was ist denn, wenn wir uns hier auf die Ecke stellen? Geht das dann vielleicht besser? Der Kran wird da nicht so lang sein, oder? Ich habe gerade Angst, dass wir hier umkippen werden. Wupp. Ist mal mit Lichtgeschwindigkeit rausgefahren, das Ding. Na, mal schauen. Vielleicht haben wir auch Glück. Hört ihr viel besser? Viel besser. Guck dich das an. Ist ja irre. Das andere rum, so. Drehen wir die mal ein bisschen. Was doch immer wieder gerade machen. Aber wir können das ja ein bisschen drehen. So. Bisschen runter. Nein. Schön festhalten. Wollte eigentlich Ruff fallen lassen auf die Pritsche, aber wenn die Pritsche noch nicht will, dann müssen wir wahrscheinlich einfach noch immer ein bisschen drehen, oder? So. Runter. Okay. Na bitte. Haben wir doch. Und los. Jetzt dürfen wir nur nicht wegschmeißen. Ich habe das Gefühl, der ist so ein bisschen wackeliger, wabbeliger unterwegs hier. Weil die Last, die ist irgendwie, ja, fast zur Hälfte hinter der letzten Achse irgendwie. Ein bisschen komisch. Könnte unter Umständen aber auch Vorteile bringen beim Fahren, weil dann sind die Triebachsen schön belastet und haben ordentlich Halt. Höchstwahrscheinlich. So. Wenn wir die ganze Geschichte hier mal richtig Konvoi-mäßig nach vorne bringen. Truck wechseln. Wir starten der Gerät. So. Eine Abfahrt, hätte ich gesagt. Mal schauen, wo die Reise uns hinführt hier. Und ich glaube, wenn wir hier lang fahren, ist das wirklich angenehmer. Mit der International, der wird massiv durch den... Ach, du dicke Männer. Jetzt haben wir uns den wieder so dicht dran geholt, ne? Na, ist egal. Wird schon irgendwie klappen. Komm, wir fahren mal. Ach Gott, wie der da hinten rumeiert. Hilfe.
Alles klärchen. So, dann wollen wir mal schauen, dass wir hier heil irgendwie zum Hafen kommen. Wo auch immer das hier lang geht, ich weiß es nicht. Aber müsste ja ausgeschildert sein irgendwann. Port, genau, Port des Hafen. Da müssen wir hin. Dann knötern wir mal hier durch die Pampe. Wir haben ja Zeit. Jetzt hat's ja keiner. Jetzt wollte ich gerade wie beim LS den Tempomaten anmachen. Klappt hier leider nichts. Alter, was ist das hier für ein Matsch? Okay, der International, der schiebt von hinten ein bisschen. Das ist toll. Boah, ey. Komm, Junge. Oh, der kippt da gleich um. Nee, komm schon. Ja, ja. Steh auf, mein Kleiner. Oh, aber viele so eine Modderlöcher will ich da jetzt nicht haben. Ich hoffe, wir kommen hier vernünftig durch. So. Lagebesprechung. Wir sind wieder auf Kurs. Die Brücke ist repariert. Da steht der Tatra. Ab hier beginnt das Niemandsland. Ich denke mal, bis zum Hafen wird schon gehen. Wenn wir Pech haben, ist da noch irgendwo eine Straßensperre. Da habe ich dann jetzt so ein bisschen weniger Bock eigentlich, aber nur mal sehen. Halt da mal an jetzt. So. Nee, auf Kurs bleiben. Komm mal da aus dem Schnee, bitte. Wenn der International da durchfährt, kippt der doch wieder um. Ey, aber seid mal ehrlich, die LKWs, die wir haben, die sind schon cool. Die können was. Wenn sie nur cool aussehen, aber die können was. So. Da vorne ist die Brücke, dann können wir gleich abklatschen am Tatra. Und ich hoffe mal, dann ist es nicht mehr so weit bis zum Hafen. Ja, moin. Schön über die Brücke schlittern hier. Ehre. Container-Konvoi. So. Ab jetzt betritt man niemals Land. Ich glaube, hier waren wir vorhin noch nicht, oder? So. Wir hätten auch mit einem Anhänger fahren können, aber ich fand es so mit die beiden LKWs. Alleine schon, weil ich sehen wollte, welcher sich besser macht mit so einer Kranpritsche. Ich wollte das mal probieren, also. Hä? Ehrlich, das ist so einfach? Das ist einfach gerade zum Hafen. Ich dachte, Wunder, wir müssen hier noch durch irgendwelche... ja. Naja, denn, wenn es so einfach ist, immer ran. Toll. Links oder rechts? Links oder rechts? Komm, wir fahren rechts. Merkt euch, letztes Mal schon erwähnt, im Zweifelsfall immer rechts fahren. So, dann irgendwann hier mal vorbei. So, am Zoll brauchen wir... Oh Gott, ich dachte... Hey, der war knapp. Wir sind gerade fast gegen die Beton gefahren. Ne? So. Kriegen wir hier Bäder drin? Yeah, 2600.
Na, bitte. So. Die ging ja deutlich schneller, als ich dachte. Okay, wir haben hier noch einen Beobachtungsturm zum Freischalten. Ist das Licht an oder aus? Es ist aus. So. Mappe. Turm. Beobachtungsturm. Wachturm. Da. Wollen wir mit dem LKW da mal hinkrabbeln? Vielleicht schaffen wir es ja berghoch. Komm, wir probieren. Vielleicht müssen wir hier auch Fracht mitnehmen. Warte mal. Idee. Kriegen wir am Hafen irgendwas? Holzplanken. Mal gucken, was wir am Hafen aufladen können. Schade. Leider keine Holzplanken. Hätte ja klappen können. So, dann eiern wir mit dem Ding, aber trotzdem zum Wachturm und schauen, dass wir den freischalten kriegen. Sehen wir den von hier aus schon? Ich glaube, da hinten ist die Länder oben auf dem Berg. Ach du Schande. Naja, haben wir doch eine schöne Aufgabe jetzt. Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Ja, wir fahren hier lang. Und ab nach dem Matsch drinne rein. Ehre. Haben wir hier schon mal andere Reifen raufgezogen? Kann sein. Ich möchte sagen, beim Anfang hatten wir hier so nur einen Straßenreifen, die ja nicht konnten. Ich möchte nämlich behaupten, die Dinger hier sind besser. Weil er fährt einfach. Guck mal, er fährt halt einfach. Wisst ihr eigentlich, glaube ich, dass die erste Mission, die wir gemacht haben, diese komischen Container waren, wo wir massiv verkackt haben? Jetzt ging es ja wie am Schnürchen, also, ne? Sehr schön. Sehr, sehr schön. Dafür kriegen wir sogar noch Geld. Das ist der Hammer. So. Okay, wir fahren hier mal weiter den Berg hoch. Das ist schon mal sehr schön. Aber ich glaube, wir müssen hier bald durch den Wald krabbeln. Und das könnte unter Umständen ein Problem sein, weil hier ist massiv mit den Felsen. Warte mal, Mappe. Nö. Geradeaus. Was ist das denn hier? Bitte nicht festfahren. So, wir hauen Untersetzung rein. Jetzt wäre was mit ein bisschen Gewicht ganz cool, oder? Dass wir uns hier durchwurschteln könnten. Ey, kipp ja nicht um. Mach keinen Quatsch hier. Hör mal auf. Hallo. Ich hätte mal mit dem Tatra fahren können. Aber ich will nicht immer mit dem Tatra fahren, weil das Ding hier hat auch 8 Räder angetrieben. Also der muss ja auch was können, oder? So, siehst du, geht doch. Du musst ja, da ist doch der Turm, da siehst du, ist ja mega einfach. Dachte schon, Wunder, was wir hier wieder für Qualen erleiden werden heute, aber das war ja easy peasy. Haben wir irgendwas freischalten? Ein Upgrade-Standort, yeah man. Was noch? Neue Mission, Steinschlag. Karglas repariert, Karglas tauscht aus, neue Mission, ein Anhängerplatz. Was noch? Das war's. Wo ist das Upgrade? Oh. Wer bist du denn? Royal BM 17. Könnten wir den bergen? Wollen wir mal zum Upgrade fahren? Wir haben ja gerade noch ein bisschen Zeit. Komm, das machen wir. Pesen wir mal hier den Berg hoch und dann schauen wir mal. Vielleicht kommen wir ja dahin. Wir fahren einfach den Wald runter. Ne? Vielleicht kommen wir ja sogar da an, wo wir hinwollen. Verlustfrei wäre natürlich schön.
So, stopp mal. Wir müssen auf jeden Fall einen Tick nach links. Gut, da lang. Ah! Gut! Dann hätten wir es schon mal geschafft, wa? Der ist jetzt ein bisschen kaputt. Haben wir eine Windel? Nee, haben wir nicht. Schon mal doof jetzt. Wir haben auch keine Winde, weil wir keine elektrischen nachgebaut haben. Ja. Das ist ja ein bekanntes Bild, oder? Also weit sind wir nicht gekommen. Toll. Ey, verdammt nochmal. Jetzt liegen wir hier. Was ist denn hier oben eigentlich? Ach Gott. Feldstoß ist da. Anhängerplatz. Mhm. Aber ich habe bald das Gefühl, so viele Missionen gibt es. Wobei, oh, wenn ich mir das hier angucke, doch versunkener Hammer. Werkzeug auf Eis. Da. Holzstation. Oh, an der Holzstation können wir auch Holzplanken holen, oder was? Nee, der Feldstoß würde das haben, oder? Holzplanken. Ja, bei der Sägemühle oder bei der Holzstation. Wollen wir das mal abchecken? Hier muss ja irgendwo der LKW stehen. Der Tatra. So. Dann düsen wir mal zur Holzstation. Wartet mal, der ist ja mega laut schon wieder. Der kriegt hier erstmal auf Akustik und Fofi. So. Annehmer für alle Beteiligten. Und dann düsen wir da mal hin und schauen, ob wir hier was kriegen. Finde ich gerade mega schade, dass der LKW da oben im Dreck liegt. Wir könnten jetzt hinfahren und mit den International das Ding da rauskranen, aber nö. Wir könnten doch überall eine elektrische Seilwinde einbauen, dann könnten wir uns wieder gerade ziehen bei so bestimmten Dingen, die gerade passiert sind da, aber sind wir auf Kurs, ja. Wenn wir bei der Holzstation Holzplanken kriegen, dann wäre das toll. Dann könnten wir nämlich den Auftrag da ganz schnell fertig machen. Oh, Glatteis. Geil. Also macht schon Spaß, wenn die Dinger rumflutschen und rutschen und rumglitschen und flitschen und durch den Modder popeln und ist schon. Eieiei, was ist denn hier für eine Pampe? Sind wir hier schon mal lang gefahren? Sag mal, das ist ja alles kaputt hier. Örkelt hier. Eieiei. Nee, komm, das ist doch eine Schlammsau. Der hat doch Bock hier. Jetzt sieht man richtig die Kette, mein Freund. Ah, warte mal, das ist das olle Modderloch, wo wir gerade mit Bede-Container-LKWs durchgefahren sind, oder? Na klar. So, da vorne ist die Holzstation. Guck mal, die ruft schon nach uns. Dann fahren wir da hin. So, jetzt haben wir hier eine neue Abbiegespur in Schnee gebaut. Siehste. Herrlich. So richtig geil ist sie aber nicht. Mit dem ollen Schneematsch. Schneematsch, Moddermotsch. Schneematsch. So, das heißt jetzt Schneematsch. Genau. Wir sind ja derart kreativ in Erfinden von neuen Dingen. Das ist ja der Wahnsinn. Fahren wir richtig? Ich glaube ja. So. Naja. Mal gucken. Wenn wir hier Holzplanken kriegen, das wäre cool. Würde nämlich vieles vereinfachen und beschleunigen, weil von da aus ist ja nicht so weit. Oder müssen wir hier was anliefern? Nee, ich glaube, hier kriegen wir Holzplanken, oder? Holzplanken, ja, Mann. Voll machen, Abfahrt. Haha. Ehre. So, wie kommen wir jetzt am schnellsten zum Feldstoß eigentlich? Na, hier lang. Ja, wie geil. Na, das ist doch rucki-zucki erledigt, das Thema. Na, das kriegen wir heute noch fertig, glaube ich. So,
So, dann machen wir hier erstmal eine neue Straße in Schnee. Na, für die nachfolgende Bevölkerung ist es doch von Vorteil, wenn sie hier Straßen haben zum Langfahren. Ja, der fährt ja immer voll lang. Ohne Stress zu machen. Okay, ich glaube, ein Rad dreht immer durch, ne? Aber die anderen, die drehen einfach, die machen. So. Siehst du wohl, dann fahren wir nur noch die Straße geradeaus durch. Ey, und ich habe schon gedacht, wir müssen hochkrauchen zum Sägewerk, aber hier bei der Holzverladestation mit den Holzplanken, fette Balken. Für die der Rucki-Zucki. Gott sei Dank stand der Tatra da. Ach du Gott, was ist das denn hier? Ach nö. Oh. Nee, komm da vom Stein runter, mein Freund. Fahr dich mal ja nicht kaputt. So, Reifen sind alle sauber. Jetzt dürfen wir natürlich nicht anhalten. Wenn wir jetzt anhalten, friert uns die Bremse ein. Alles nass, nicht cool. Auf jeden Fall fahren, fahren, fahren. Müssen wir noch weiterfahren? Wir müssen noch weiterfahren. So tun wir das. Ölfeld ist da, okay. Also so eine richtig hundertprozentige Orientierung habe ich jetzt noch nicht auf der Map. Ich glaube, weil ich noch nicht überall war. Bei der anderen, wo wir da vorhin unterwegs waren, besser gesagt zum Anfang, wo wir da die ganzen Missionen gemacht haben, da wusste ich nachher schon genau ungefähr, wo was lang geht, aber bei der Map hier weiß ich nicht. Also da bin ich ohne Map massiv aufgeschmissen. Da weiß ich manchmal nicht mal, wo Norden und Süden ist hier. So, dann schlittern wir mal hier den Berg runter und hier ist Straße. Leider biegen wir hier schon wieder ab und verlassen die Straße. Das ist schade. So. Wir eilen, wir kommen. Mit alles, was ihr braucht. Ach cool, Mann, dann haben wir den Auftrag auch fertig. Ich hätte nicht gedacht, dass das so gut vorwärts geht. Toll, jetzt stecken wir hier drin in der Pampe, ne? Nö, komm, 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 komm. Fang ja nicht an zu spinnen hier, komm. Wühl dich mal raus, mein Kleiner. Ja, sei ein braver Tatra, komm, komm. Bloß nicht einwühlen, bitte nicht, komm. Also da vorne sind schon die Markierungslinien. So kurz vom Ziel wird jetzt nicht auf jedem hier. Das kannst du vergessen. Ja, genau so will ich das sehen, mein Freund. Komm. Ey, dann haben wir heute richtig was geschafft. Dann haben wir die Container weggefahren. Dann haben wir den Beobachtungsturm freischalten. Dann sind wir kläglich auf dem Weg zum Upgrade hingefallen. Und wir haben hier jetzt... die nächste Mission freischalten. Besser gesagt, erledigt. Der Hammer. Einfach geil. So. Wo sind wir? Jetzt bin ich gewillt, dass wir da hinfahren. Komm, hilft dir alles nicht. Au. So, wir müssen jetzt hier, glaube ich, rechts fahren, oder? Genau, wenn wir hier rechts fahren, dann kommen wir direkt zu unserem umgekippten LKW. So tun wir das und los. So, problematisch wird es, weil gerade die Nacht einsetzt, oder? Also lichttechnisch. Jetzt hat der LKW hier auch keine Last drauf. Ich meine, er fährt ja. Geht ja. Wir schauen mal. Vielleicht wird das auch ja nicht so anstrengend, wie ich bitte gerade wieder ausmale. Wenn wir nämlich richtig gut sind, können wir nämlich das Upgrade holen und noch ein PKW, Jeep, was auch immer, freischalten. In der Folge, dann haben wir übelst was geschafft. Also das ist dann ordentlich Pensum für heute. Für meine Verhältnisse. Seid mal ehrlich. Also wir haben das schon ganz toll anders katastrophal erlebt. Wobei, gut, komm, wir haben eh einen LKW auf Kreuz gelegt, aber naja...
Ja, Schwund ist immer. Dafür sind wir ja direkt auf Bergungsmission unterwegs gerade, um die Sache wieder gerade zu bügeln, bevor das irgendjemand mitkriegt. Na? Wird schon schief gehen. Aber ich merke ständig, wie die Zeit hier einfach verfliegt. Also ehrlich, du bist halt massiv entschleunigt und fährst hier so lang im Schneckentempo mit Vollgas, übelst am Sprit verballern und kommst aber eigentlich nicht wirklich vorwärts. Was ist denn hier los? Wollte ich hier hin? Ja, vielleicht, vielleicht doch nicht. Warte mal, da ist ein Anhänger. Da sind so Sachen drauf. Ist ja nicht auf der Karte verzeichnet. Doch, ist es. Ne, dann wollen wir da nicht hin. Wir müssen nämlich hier weiter. Wir haben doch eine Mission. Danach sind wir aber gleich da. Guck mal, da unten war nämlich schon der Wachturm. Dann ist nicht mehr weit. So, schön hier lang krabbeln. Toll. Aber ist voll schön. Also durch den Schnee. Ich mag dieses Map-Design. Ne, wie das hier alles so aussieht und wie der Schnee rumpudert, wenn wir da durchwühlen mit den Rädern. Da vorne liegt das übel allen. Eieiei. Wollen wir den wieder hinstellen? Komm. Oder wollen wir gleich mit dem Tatra durchfahren? Ach, guck mal, dem stört das hier nicht, wenn wir durch den Schnee einfach durchballern hier. So, wir machen mal eine Handbremse, ja? Und dann nehmen wir hier an der Seite und nach da. Ja, ziehen gerade. Gut, klappt leider nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Oh, jetzt liegt er ganz auf dem Dach. Schön. Ach, wisst ihr was? Dann lassen wir liegen, wenn er unbedingt will. Wo rollt er denn jetzt hin? Was macht er denn da? Jetzt kann er ja nicht hier noch kriegen, oder was? Oh, ist aber tiefer Schnee hier. Wollen wir mal gucken, ob wir den geborgen kriegen? So eine Bergaktion hier. Ey. Also ich würde schon gerne am LKW rankuppeln. So nämlich. Hä, wieso drehen da die Räder? Ist der an? Wir müssten hier lang rumziehen, ne? So, wir machen vielleicht heute den Klee ein bisschen länger. Vielleicht kriegen wir den dann wirklich wieder auf die Räder gestellt. Das wäre natürlich geil. Aber ich denke mal, der Tatra, der schafft das, oder? Der kann alles. Der kann einfach alles. Der macht doch einfach alles. Ja, ja, ja. Tada. Siehst du, da steht das Ding. Geil. Jo. Na siehst du. Alles wird gut, solange du ein Tatra hast. Jetzt müssen wir hier nur noch durch den Schnee ballern, dass wir hier an das Upgrade rankommen. Warte mal, das liegt direkt links vor uns. Dann fahren wir da lang. Und dann holen wir uns, wenn wir es noch schaffen. Oh, hier ist aber ein schönes Loch. Den anderen PKW noch. Also diesen Geländewagen, was auch immer da kommt. Ey, seid mal ehrlich, durch den Schnee fahren ist voll schön. Ach du Schande, was geht denn hier ab? So, habt ihr alle eure Rodelsachen bei? Jetzt wird Schlitten gefahren. Und Abfahrt. Alter, der aus. Au. Upgrade, wo bist du? Vor uns noch einen leichten Ticken nach links. Hier ist ein Baum, da vorne ist es. Ich hab das Ziel in Sicht. Und los. Okay, hier mag die Bäume fahren. Ah, ich hasse es, man sieht... Ja, nichts. Haben wir da aktuell für diesen LKW nicht so. Aktiver Allradantrieb. Naja, kann man ja mal mitnehmen. So, wo ist dieser Geländewagen?
Wir müssen erstmal zurückfahren, dass wir nicht durch den Sumpf da kneten. Erstmal haarscharf am Baum langschrammen. Oh, der guck mal hier. Der Bullenfänger, der Frontbügel, der hat schon massive Kaltverformung erlitten hier. Naja. Muss er durch, sonst hätte er kein Frontbügel werden dürfen. Wir fahren hier lang. Ohne umzufallen wäre schön. Ja, ja, nur lenk doch mal, Mann. Du sollst ja nicht in das Wasser rennen. So nämlich. Also ist schon ganz schön bockig manchmal. Ne? Der Tatra, so mit Lenken ist nicht so. Dafür hat er Vortrieb. Das ist so sein Ding, aber Lenken manchmal, naja. Da. Ne, jetzt müssen wir wieder übelst nach rechts fahren. Och, nö, fahr doch da nicht in die Pampe. Ha. Ja, naja, mach dir mal die Räder sauber. Komm, mein Kleiner, komm. Komm, zieh, Junge. Da sind Steine, fahr doch da nicht gegen. Nein, ja, ganz knapp dran vorbei. Okay, das muss direkt hier hinter sein. Der Waggon. Das ist mitten im Wald oder steckt der hier in der Pampe oder was? Was ist denn das Ding? Oh, wir sind zu weit gefahren. Der ist mitten im Wald. Ich dachte, der ist hier hinten irgendwie am Wasser, aber. Ach, ich will jetzt nicht im Dunkeln durch die Bäume fahren. Aber was willst du machen? Da steht er. Das ist ein LKW. Neuen Truck entdeckt. Kann der was? Zeig mal. Au. Ach, der läuft also ja noch. Der hat Allrad. Kann der was? Ist der geil? Da kommt Feuer aus dem Auspuff. Irre! Richtig cool. Guckt euch das an. Der hat Feuerwerk dabei. Der ist ja toll und kaputt. Ah, die Triebe so kaputt, warte mal. Ach, der geht immer in neutral von alleine, alles klar. So. Dann haben wir den Tatra zu Hause. Da war ja nichts mehr drauf los. Wir hätten den hier oben stehen. Wo ist er denn da? Den da? Da? So. Das war falsch. Lokale Karte. Dann haben wir hier unten den International stehen. Wir holen die alle nach Hause, ne? So. Der Ding ist. Warte mal, den müssen wir mal abparken hier. Was haben wir hier? Ha! Dann würde ich den lieber abstellen. So. Jetzt gucken wir uns hier nur den LKW an. Okay. Vielleicht können wir hier irgendwas machen an dem Ding. Wollen wir uns beim nächsten Mal anschauen, was der kann? Oder wir schauen jetzt mal. Motor. Verbaut ist das. Getriebe. Kann nicht. Standard. Oh. Schlamm Offroad exzellent. Ich weiß aber nicht, ob wir den behalten wollen. Eine Winde, ja. Eine Langwinde, Medium. Ersatzrad. Nüscht ist. Ein Schnorkel könnten wir anbauen. Rahmen. Holz, Kran, Pritsche, Service, Holz, Holz. Alles Mögliche. Metalldetektor, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was wir hier machen. Bodenverflüssigung oder was? Weiß ich nicht. Bitte so ein Allzweck-LKW, der einfach alles kann, oder? Der Hammer.
Oh, das ist schon voll mein Ding so. Was waren das hier alles? Kabinenschutz. Heftig krass. Können wir einen dicken Truck bauen. Wollen wir den behalten? Aber der hat glaube ich keinen. Was waren hier mit... Ja, warte mal, Allrad hatte der. Ausbalanciert. Offroad-Getriebe wäre cool. Aber gut. Können wir den noch toll anmalen? Warte mal. Aha. Nee, sieht ja nicht mehr so cool aus. Okay. Ja. Die behalten wir erstmal, oder? Hätte ich gesagt. Freunde? Warte mal. So. Oh, Hupe hat er. Schön. Allrad hat er auch. Guck mal, die Zäune sind ganz nervös. Guck dir die Zäune an. Sag mal, also dieses Spiel, ne? Ha. Mit denen könnte man eventuell auch was reißen. Hat der Allrad, hat er eigentlich gehabt, oder? Hm. Gut, Freunde. Wir haben einen neuen Truck. Ich würde sagen, das war's für heute. Mega erfolgreich. Wir haben die Container abgeliefert, wir haben den letzten Wachturm aufgedeckt, wir haben ein Upgrade eingesammelt, wir haben unseren LKW wieder hingestellt, wir haben den Steinschlagstecks da, die Straßensperre mit Holz beliefert, freischalten und wir haben einen neuen LKW gefunden. Also ich fand die Folge mega produktiv. Beim nächsten Mal, glaube ich, gehen wir mal woanders hin. Ich habe da nämlich noch ein oder zwei Ideen. Alleine schon für die Abwechslung, ne? Da sind wir nicht immer nur auf einer Map, sondern eiern mal so ein bisschen rum. Schön, gefällt mir, freut mir. Bis zum nächsten Mal. Mach keinen Quatsch, reinhauen.